This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Herzlich willkommen zum 33. Teil der Lesung des ersten Bandes von Henry Charles Lear, Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Wir hatten letztes Mal gesprochen über den Sieg der päpstlichen Inquisition, vor allen Dingen über die päpstliche Bulle Ad Extirpanda, und auch festgestellt, dass zwar unter anderen Gesichtspunkten, aber trotzdem die Inquisition von damals heute immer noch gültig ist. Das war ja sowieso einer der Hauptbeweggründe, weshalb ich mich dran gesetzt habe, um dieses Buch zu lesen. Nicht nur um den Leuten die Geschichte, die wahre Geschichte der Inquisition ins Gedächtnis zu rufen, wie Henry Charles Lear das in 3 Bänden geschrieben hat, sondern vor allen Dingen eben, um auch zu sagen von Leute, schaut, heute sind das Kriege, wie gesagt, Regime Change, also Veränderung von Regierungen, wo die römisch-katholische Kirche einfällt und andere Dinge, das aber genauso Inquisition ist. Sie ziehen heute nicht mehr von Dorf zu Dorf mit diesem Theater, wie damals der Tetzel das gemacht hat, als er die Indulgenzen, also die Ablassbriefe verkauft hat. Und wir dürfen ja nicht vergessen, der war zwar Ablassverkäufer, aber er war auch ein Inquisitor, er war Großinquisitor. Und die zogen von Dorf zu Dorf und haben damals da die sogenannten Ketzer rausgeholt und dann in einem Auto da Fe öffentlich verbrannt und andere Folterungen und Schrecklichkeiten begangen. Und heute tun sie das auch. Es ist anders eingekleidet und man nennt es nicht mehr Inquisition, aber es ist im Grunde nichts anderes. Es ist immer gegen diejenigen, die gegen den ultramontanen Machtsanspruch der römisch-katholischen Kirche sind. So. Und die römisch-katholische Kirche hat sich, weil sie von sich selbst behauptet, die geistige Macht zu sein, die über die weltliche Macht herrscht, den weltlichen Arm, da hat sie sich, wie sagt man das so richtig schön, sie hat sich den weltlichen Arm untertan gemacht und befiehlt diesem, die Dinge zu tun, die die inquisitorischen Gerichte bestimmen, diese auszuführen, zu exekutieren. Ne? Deswegen nennt man das ja auch die Exekutive.
Gut, auf Seite 881 in dem Buch fahren wir fort. Der Untertitel dieser Seite ist Der weltliche Arm. Und wir gehen dann heute noch rein in die Verhältnisse, wie es in Italien war, die Absetzbarkeit der Inquisitoren, das dürfte interessant sein, die Inquisitoren und ihre Ordensoberen und so weiter, also wirklich in die Organisation gehen wir kräftig rein. Aber hier auf Seite 881 sagt der Autor jetzt, diese Verordnungen lieferten in Italien der Inquisition ein vollständig organisiertes, vom Staate bezahltes und unterhaltenes Personal und machten sie zu einer selbstständigen Einrichtung, die mit allen zur gründlichen Durchführung ihrer Aufgaben nötigen Waffen und Mitteln ausgestattet war. Also die Inquisition war eine selbstständige Einrichtung. Sie war unabhängig von den Bischöfen, wie wir bereits gelernt haben, ja? Sie war unabhängig von den meisten Mönchsorden, außer von denen, die natürlich die Inquisition ausgeführt haben, hauptsächlich eben die Dominikaner, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Und dann später die Jesuiten, aber das ist ja in einem viel späteren Jahrhundert. Das ist ja hier noch nicht. Aber dieser erste Satz ist nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir uns das gut ins Gedächtnis rufen, was hier steht. Ja? Diese Verordnungen lieferten in Italien und nicht nur in Italien, aber hier jetzt das Beispiel Italien, der Inquisition ein vollständig organisiertes, vom Staate bezahltes und unterhaltenes Personal und machten sie zu einer selbstständigen Einrichtung. Ob die Päpste jemals versuchten, ihren Bullen auch außerhalb Italiens Geltung zu verschaffen, ist nicht ersichtlich. Auf alle Fälle gelang ihnen der Versuch nicht, da von einer Anerkennung der päpstlichen Bullen diesseits der Alpen keine Rede ist. Das war aber auch kaum nötig, denn das öffentliche Recht, der konservative Geist der herrschenden Klassen und die Frömmigkeit der Herrscher sorgten schon dafür, dass die Unterstützung der Inquisition allen Bürgern jeden Grades zur höchsten Pflicht gemacht und nötigenfalls erzwungen wurde. Also, in diesem gerade gelesenen Teil sehen wir, dass es noch nicht einmal nötig war für den Papst, um diese Bulle wie Ad Extirpanda außerhalb Italiens zu veröffentlichen, weil die weltlichen Herrscher und auch das Bürgertum und solche Leute genügend Interesse daran hatten, um, ich sag mal, zwischen Anführungszeichen, ihren Glauben reinzuhalten, ja, und gegen die Ketzer vorzugehen, ja. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn das öffentliche Recht, der konservative Geist der herrschenden Klassen und die Frömmigkeit der Herrscher, das sorgt schon dafür, dass die Unterstützung der Inquisition allen Bürgern jedes Grades zur höchsten Pflicht gemacht und nötigenfalls erzwungen wurde. Leute, heute sehen wir genau dasselbe wieder, ne? Denkt mal an die Covid-Dinge, ja? Wie jeder Bürger euch schon schief anguckt, wenn ihr mal eine Maske nicht richtig aufhabt oder gar keine Maske anhabt. Wenn ihr ein wenig geht gegen die Gesetze, die heutzutage erlassen werden, was sie Gesetze nennen, was nichts weiter ist als das Treten der Ehre der Menschen mit Füßen. Ja? So nenne ich das, wie wir im Augenblick leben müssen. Und heute ist es auch der konservative Geist der herrschenden Klasse, ist es auch die zwischen Anführungszeichen Frömmigkeit der Herrscher oder besser gesagt der Gehorsam der Herrscher gegenüber dem Papst, ne? Weil wenn der in Italien so eine Bulle erlässt und da wird das gemacht, dann kann ich das bei mir außerhalb Italien ja auch machen, weil ich gehorche dem Papst ja ebenso. Dafür muss ich ja nicht mehr die Bulle haben. Ja? Und die Unterstützung der Inquisition war allen Bürgern jedes Grades zur höchsten Pflicht gemacht und wurde nötigenfalls erzwungen. So leben wir doch heute auch. Der Gruppenzwang, das Gruppenverhalten der Leute, wenn wir außer Haus gehen, nötigt uns dazu, diese stupiden und unnötigen und freiheitsberaubenden Gesetze einzuhalten und uns daran zu halten. Ich will damit beinahe sagen, das ist ein Abbild davon, was die Inquisition damals war. Und ich weiß noch, als das anfing mit Covid hier in Belgien, da sagten sie, hier in Belgien haben sie jetzt Leute angenommen, die würden wir in Deutschland als Spitzel nennen. Wir würden sie Denunzianten nennen. Die haben die in Dienst genommen, ja, um Leute nachzuforschen, wo diejenigen, die eventuell sich angesteckt haben, mit diesem Virus sich rumgetrieben haben und dann eine nachvollziehbare Bewegung zu machen und zu sagen, von der hatte mit dem Kontakt, war da und da und dann und dann und so weiter und so weiter.
da, als ich das gehört hatte, hier in den Nachrichten damals vor knapp einem Jahr, da dachte ich von, das ist ja genauso, wie es damals in der DDR gewesen sein muss. Ich war nicht in der DDR, aber viel anders kann das ja auch nicht gewesen sein mit der ständigen Bespitzelung durch die Staatssicherheit. Ne? Und das war ja auch nicht wieder viel anders als im Dritten Reich, die Bespitzelung von der geheimen Staatspolizei. Also, und was ist die geheime Staatspolizei, die oftmals ja auch von der SS mitgetragen wurde, die nach dem Jesuitenorden geordnet wurde, aufgebaut wurde. Und der Jesuitenorden ist in seiner Struktur aufgebaut an den Jesuitenorden. Also was ist das anderes als Jesuiten und damit Inquisition? So muss man das eben sehen. So wird das halt heute verpackt, dass wir das nicht mehr erkennen. Aber einige Leute, die Geschichte kennen, die solche Bücher lesen hier und die Bibel lesen, die verstehen das schon. Das ist alles schon mal da gewesen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. So einfach ist das. Ja? Das öffentliche Recht, der konservative Geist der herrschenden Klassen und die, zwischen Anführungszeichen, Frömmigkeit, also der Gehorsam der Herrscher, den Obrigkeiten, denen sie unterstehen, sorgten schon dafür, dass die Unterstützung der Inquisition allen Bürgern jeden Grades zur höchsten Pflicht gemacht und nötigenfalls erzwungen wurde. Und genauso fühle ich mich, wenn ich heute rausgehe auf die Straßen. Deswegen probiere ich das so viel wie möglich zu vermeiden. Im Vertrage von Paris wurde 1229 allen Staatsbeamten aufgetragen, der Inquisition bei der Gefangennahme der Ketzer Hilfe zu leisten. Und alle Einwohner, die männlichen über 14, die weiblichen über 12 Jahre, mussten schwören, den Bischöfen alle Übeltäter anzuzeigen. Und später sagen sie von, ich habe nur meine Pflicht gemacht. Ich habe nur gesagt, was mir getan wurde. Ich habe nur Befehle befolgt. Ja? Allen Staatsbeamten wurde aufgetragen, die Inquisition bei der Gefangennahme der Ketzer zu unterstützen und alle Einwohner, männlich über 14, weiblich über 12, mussten schwören, den Bischöfen alle Übeltäter anzuzeigen. Es ist und bleibt der größte Lump im ganzen Land, der Denunziant, der Denunziant. Das Konzil von Narbonne im selben Jahr 1229 ordnete die Durchführung dieser Bestimmungen an. Das von Albi, also das Konzil von Albi, 1254, schloss die Inquisitoren in die Zahl derer ein, denen die Ketzer angezeigt werden mussten, und bedrohte mit kirchlichen Zensuren alle weltlichen Herrscher, die nicht ihrer Pflicht entsprechend den Inquisitoren zu Hilfe kämen und ihre Todes- oder Konfiskationsurteile ausführten. Also, den Herrschern wird hier mit Abnahme ihrer Macht gedroht, nach dem Motto, wenn der Papst dir die Krone aufsetzt, dann kann der Papst sie dir auch wieder nehmen. Das ist genau das, was hier gesagt wird. Die so erlangte Hilfe wurde übrigens bereitwillig gewährt und jeder Inquisitor durch königliche Briefe ermächtigt, bei Ausübung seiner Pflichten alle Beamte um sicheres Geleit, Schutz und Beistand anzurufen. In einer Denkschrift aus der Zeit um 1320 erklärte Bernard Guidonis, dass die Inquisitoren aufgrund dieser Briefe vollen Gebrauch machten von der Mithilfe der Bais, Seneschalle und anderen Beamten des Königs oder der großen Adligen und dass sie ohne deren Mitwirkung nichts ausrichten könnten. So war es aber nicht nur in Frankreich, denn Emericus berichtet uns aus Aragon in Spanien, dass das Erste, was ein neuernannter Inquisitor tue, darin bestehe, dem König oder dem Staatsoberhaupte sein Mandat vorzulegen und ihn aufgrund desselben um seine Unterstützung und um Patentbriefe zu bitten, indem er gleichzeitig auf die zahlreichen Strafen der Bullen ad abolendam und ut inquisitionis hinweise, die den gerichtssäumigen Herrscher treffen würden, die den pflichtsäumigen Herrscher treffen würden. Der nächste Schritt des Inquisitors bestehe darin, die königlichen Patentbriefe den Beamten vorzulegen und sie schwören zu lassen, mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln zu gehorchen, wenn er Kraft seines Amtes ihnen Befehle erteile. Also Kadavergehorsam, mit anderen Worten. So stand die ganze Staatsgewalt unumschränkt zur Verfügung des Heiligen Offiziums, also der Inquisition. Aber nicht nur der Staat, sondern auch jedes einzelne Individuum musste, wenn es aufgefordert wurde,
der Inquisition Hilfe leisten. Wer es nicht tat, wurde als Begünstiger der Ketzerei exkommuniziert, und wenn er die Exkommunikation ein Jahr lang unbeachtet ließ, so verfiel er der Anklage wegen Ketzerei samt allen ihren furchtbaren Folgen. In einer Fußnote sagt uns der Autor hier noch weiterhin, Bernardi Guidon, Praktika, Seite 4 aus der Ausgabe in Douay auf Seite 214, bisweilen kostete es die Inquisitoren Zeit und Mühe, diese königlichen Patentbriefe zu erlangen. Als im Jahre 1269 die Franziskaner Bertrand von Roche und Ponce de Rive zu Inquisitoren von Forcalquier ernannt wurden, mussten sie sogar bis nach Palermo reisen, wo Karl von Anjou damals residierte und wo er ihnen am 4. August 1269 Briefe an seinen Seneschall und seine anderen Beamten übergab. Tja. Das Recht, fährt der Autor fort, alle Gesetze, welche die freie Ausübung der Inquisition irgendwie hinderten, abzuschaffen, wurde auf beiden Seiten der Alpen von der Inquisition beansprucht. Haben wir jetzt gut verstanden, was ich gerade gelesen habe? Das Recht, alle Gesetze, solche Gesetze, welche die freie Ausübung der Inquisition irgendwie hinderten, das Recht, all diese Gesetze abzuschaffen, wurde sowohl in Italien als auch auf der anderen Seite ebenso, also Deutschland, Österreich etc., von der Inquisition beansprucht. Also die Inquisition übernimmt hier die Herrschaft. Das ist genauso wie heutzutage die Virologen die Herrschaft übernehmen. Seht ihr den Zusammenhang? Als im Jahre 1257 Alexander IV. Mit großem Unwillen vernahm, dass Mantua gewisse verdammungswürdige, die unbedingte Macht der Inquisition hindernde Gesetze angenommen hatte, befahl er dem dortigen Bischof, unverzüglich die Angelegenheit zu untersuchen und alle Bestimmungen für null und nichtig zu erklären, die die Wirksamkeit der Inquisition hemmen oder verzögern könnten. Bei etwaigem Widerstande dürfe er die Behörden exkommunizieren und die Stadt mit dem Interdikte belegen. Da möchte ich noch mal kurz darauf eingehen. Die Stadt mit dem Interdikte belegen, was heißt denn das? Das heißt, wenn eine Stadt mit dem Interdikt belegt ist, dass dort keine Trauungen mehr stattfinden, dass dort keine Begräbnisse mehr stattfinden, dass dort keine Messe mehr stattfindet, dass dort keine Eucharistiefeierung mehr stattfindet, dass keine Kindertaufe mehr stattfindet, dass also alle Sakramente der römisch-katholischen Kirche von der römischen Katholiken glauben, dass diese Werke nötig sind zur Erreichung der Seligwerdung, nicht mehr durchführbar sind. Das heißt es, eine ganze Stadt mit Interdikt zu belegen. Jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, wenn ein Machthaber in einer Stadt halt der Inquisition gegenarbeitet und dadurch die Inquisition die ganze Stadt mit dem Interdikt belegt, wie schnell die Bürger Aufstand gegen diesen Herrscher machen werden. Logisch, ne? Weil er raubt ihnen ja die Möglichkeit, ihre Religion auszuüben. Sie sehen ja auf einmal ihre Seligkeit, ihren Eintritt in den Himmel verwehrt durch das Handeln oder Nichthandeln ihres Statthalters, ihres Bürgermeisters oder ihres Fürsten, Grafen oder wer auch immer da an der, zwischen Anführungszeichen sage ich mal, Regierung sitzt. Ja? Nochmal der Satz. Im Jahre 1257 hat Antichrist Papst Alexander IV. Mit großem Unwillen vernommen, dass Mantua gewisse verdammungswürdige, die unbedingte Macht der Inquisition, also die absolute, ultramontane Macht der Inquisition, hindernde Gesetze angenommen hatte und befahl dem dortigen Bischof unverzüglich die Angelegenheit zu untersuchen und alle Bestimmungen für null und nichtig zu erklären, die die Wirksamkeit der Inquisition hemmen oder verzögern könnten. Bei etwaigem Widerstande dürfe er die Behörden exkommunizieren und die Stadt mit dem Interdikte belegen. Also die Behörden und damit die Leiter der Behörden, damit also die Leiter der weltlichen Macht, sind hier angehalten, dem Bischof aufs Wort zu gehorchen. Im Jahre 1265 wiederholte Antichrist Papst Urban IV. Diese der Bulle ad extirpanda entnommene Verfügung und machte sie allgemein verbindlich.
Sie wurde sodann als Ausdruck der unbestrittenen Rechte der Kirche dem kanonischen Rechte einverleibt. Durch diese Maßregel wurde die Inquisition tatsächlich zur Herrin über die Gesetzgebung aller Länder gemacht. Und es wurde ein allgemeiner Grundsatz der Gesetzgebung, dass alle Gesetze, die die freie Tätigkeit der Inquisition hemmten, null und nichtig. Und dass die, welche sie durchführten, strafbar seien. Da, wo solche Gesetze existierten, musste der Inquisitor sie prüfen. Und wenn er sie anstößig fand, die Behörde zur Aufhebung oder Abänderung derselben veranlassen. Es war nicht die Schuld der Kirche, wenn ein kühner Monarch wie Philipp der Schöne es gelegentlich wagte, durch Beschützung seiner Untertanen die Rache Gottes auf sich herabzubeschwören. Jenseits der Alpen bestand nicht, wie in Italien, für den Staat die gesetzliche Verpflichtung, was die Kosten der Inquisition für die Kosten der Inquisition aufzukommen. Wir werden später diese Frage ausführlicher behandeln und wollen einstweilen nur darauf hinweisen, dass auch ohne das Vorhandensein gesetzlicher Bestimmungen die königliche Freigebigkeit doch zum Unterhalt der Inquisition völlig ausreichte. Außerdem waren ja auch die notwendigen Ausgaben derselben sehr gering. Die Dominikanerklöster lieferten ihnen die für die Gerichtssitzungen nötigen Räumlichkeiten. Die Staatsbeamten waren durch königliche Befehle und durch die furchtbaren Strafen, die der Verdacht der Ketzerei zur Folge hatte, gezwungen, ihnen Dienste zu leisten, sobald sie darum baten. Wenn die Bischöfe früher ihre Pflicht, Gefängnisse zu errichten und zu unterhalten, vernachlässigt hatten, so trat nun der Eifer des Königs ein, um solche zu bauen und zu unterhalten. Im Jahr 1317 hören wir, dass während der vorhergehenden 8 Jahre der König allein für das Gefängnis in Toulouse die große Summe von 630 Pfund Turnosen ausgegeben hatte. Außerdem bezahlte er regelmäßig die Gefängniswärter. Ferner waren die Inquisitoren ermächtigt, sobald sie Rat und Hilfe brauchten, Sachverständige zur Mitwirkung heranzuziehen und diese zum Gehorsam zu zwingen. Weder Stand noch Rang machte ihnen gegenüber eine Ausnahme. Die ganze Gelehrsamkeit und Weisheit des Landes wurde der obersten Pflicht, nämlich der Unterdrückung der Ketzerei, dienstbar gemacht und unentgeltlich der Inquisition zur Verfügung gestellt. Jeder, Geistlicher wie Laie, musste ihnen auf ihre Aufforderung hin Hilfe leisten, und wer damit zögerte, wurde in wenig sanften Worten mit der vollen Wucht der päpstlichen Rache bedroht. Dass diese den Inquisitoren übertragenen Machtvollkommenheiten wirkliche und nicht bloß theoretische waren, zeigt ein Vorfall aus dem Jahre 1260. Ein mächtiger Adliger der römischen Provinz Capello di Gia, der sich der Ketzerei verdächtig gemacht hatte, war verurteilt, geächtet und mit Konfiskation seiner Güter bestraft worden. Da er sich weigerte, den Spruch anzuerkennen, rief der Inquisitor Fra Andrea die Bürger der benachbarten Stadt Viterbo zu Hilfe. Sie gehorchten auch dem Rufe und brachten ein Heer auf, an dessen Spitze der Inquisitor den Widerspenstigen in seinem Schlosse Colle Cassale belagerte. Schlau wie er war, hatte Capello seine Güter einem römischen Adligen namens Pietro Giacomo Surdi übertragen, und so wurde dem frommen Unternehmen der Bürger von Viterbo plötzlich Einhalt geboten durch einen Befehl des Senators von Rom, der jede Verletzung des Eigentums eines gut katholischen römischen Bürgers untersagte. Nun legte sich Antichrist Papst Alexander IV. Ins Mittel und befahl Surdi, sich aus dem Streit zurückzuziehen, da seine Ansprüche auf das Schloss null und nichtig seien. Des Weiteren wies er den Senator an, seinen unhaltbaren Standpunkt aufzugeben, den Bewohnern von Viterbo aber dankte er mit warmen Worten für den Eifer und die Freudigkeit, mit der sie der Aufforderung des Fra Andrea nachgekommen waren. Dieser hatte in der Tat nur die Macht ausgeübt, die nach dem Ausspruche Zanchinis mit dem Amte des Inquisitors verbunden war, nämlich gegen Ketzer und Ketzerei offenen Krieg zu führen. Bei der Ausübung dieser fast unbeschränkten Autorität waren die Inquisitoren praktisch von aller Kontrolle oder Verantwortlichkeit befreit. Selbst ein päpstlicher Legat durfte sich nicht in ihre Angelegenheiten einmischen und innerhalb ihres Inquisitionsgebietes wegen Ketzerei Untersuchungen anstellen.
Sie waren der Exkommunikation nicht unterworfen, solange sie in Ausführung ihres Amtes sich befanden, und konnten selbst nicht einmal durch einen Bevollmächtigten des Heiligen Stuhls ihres Amtes enthoben werden. Das erinnert mich beinahe daran, um zu sagen, dass hier die Inquisitoren eine beinahe päpstliche Macht bekommen. Sie sind der Richter eines jeden Menschen und können von keinem Menschen gerichtet werden. Ne? Ist doch beinahe so, ne? Wenn man das so liest. Wurde etwas derartiges versucht, dann galt die Exkommunikation oder Suspension als null und nichtig, außer wenn sie Kraft eines besonderen Auftrags des Papstes verhängt wurde. Schon im Jahr 1245 besaßen die Inquisitoren die Vollmacht, ihre Diener wegen aller Ausschreitungen zu absolvieren, also du kannst sünden, was du willst, du wirst da doch von freigesprochen, und im Jahre 1261 wurden sie ermächtigt, sich gegenseitig von der Exkommunikation für ihre eigene Sache loszusprechen. Hierdurch wurden sie tatsächlich unverletzlich, da jeder Inquisitor gewöhnlich doch einen ihm untergebenen Amtsgenossen hatte, der bereit war, ihm diesen Dienst zu erweisen. Des Weiteren waren sie entbunden von der Pflicht des Gehorsams gegen ihre Provinziale und Generäle. Ja, es war ihnen sogar verboten, in irgendeiner ihr Amt betreffenden Sache die Befehle derselben einzuholen. Endlich waren sie gegen jeden Versuch, ihre Stellung bei der Kurie zu untergraben, gesichert durch das gewichtige Privilegium, jederzeit nach Rom gehen und dort so lange bleiben zu dürfen, als es ihnen beliebte, selbst dem Verbote des Provinzials oder der Generalkapitel zum Trotze. Anfangs glaubte man, ihr Mandat erlösche mit dem Tode des Papstes, der sie ernannt habe. Seit 1267 aber hielt man ihr Mandat für dauernd gültig. In einer Fußnote sagt uns der Autor hier noch: Es ist eine interessante Tatsache, dass die Frage, ob das Mandat eines Inquisitors nicht mit dem Tode des ihn ernennenden Papstes erlosch, noch im Jahre 1290 zweifelhaft war, als sie von Antichrist Nikolaus IV. In der Bulle Ne Aliqui zugunsten der dauernden Gültigkeit gelöst wurde. Früher hatte Alexander IV. Noch 1255 kurz vor seiner Thronbesteigung es für nötig erachtet, selbst das Mandat eines so ausgezeichneten Inquisitors wie Rainiero Sacconi es war, zu erneuern. Ende der Fußnote. Die Frage der Absetzbarkeit der Inquisitoren stand in engem Zusammenhang mit der Frage ihrer Subordination oder Unabhängigkeit und war der Gegenstand vieler gesetzgeberischen Schritte. Als zunächst das Ernennungsrecht den Provinzialen übertragen wurde, war damit verbunden das Recht, sie aufgrund einer Beratung mit geeigneten Mitgliedern des Ordens abzusetzen oder zu ersetzen. Im Jahre 1244 erklärte Innozenz IV., dass die Provinziale und Generäle der Bettelorden die Vollmacht besäßen, alle Mitglieder ihres Ordens, die als Inquisitoren dienten, auch dann, wenn deren Mandat vom Papste selbst herrührte, abzusetzen, zurückzurufen, zu ersetzen und zu versetzen. Etwa 10 Jahre später beweist aber die schwankende Praxis Antichrist Alexanders IV., wie von Seiten der Inquisitoren der ernsthafte Versuch, ihre Unabhängigkeit zu erlangen, gemacht wurde. Im Jahre 1256 erkannte er das Absetzungsrecht der Provinziale an. Am 5. Juli 1527 entzog er es ihnen wieder und am 9. Dezember desselben Jahres bestätigte er es von neuem in seiner Bulle Quod super non nullis. Wie unfehlbar ist der Papst denn hier bitte, wenn er etwas gestattet, zurückzieht und wieder gestattet? Denk da mal drüber nach. Oh ja, hier geht es um Dinge in Glaubensform, weil hier geht es um Dinge der Organisation der Inquisition. Ja. Diese Bulle, die später noch wiederholt von ihm und von seinen Nachfolgern eingeschärft wurde, ne? Die Quod super non nullis. Spätere Päpste erließen entgegengesetzte Befehle. Warum wundert uns das jetzt nicht? Bis zuletzt Bonifaz VIII. Die Sache zugunsten des Absetzungsrechts entschied. Nun aber setzten die Inquisitoren durch, ja, Bonifaz VIII. Erinnert uns, das war Anfang des 14. Jahrhunderts, ne? Der hat ja 1302 Unam Sanctam erlassen.
Nun aber setzten die Inquisitoren durch, dass dieses Recht nur aus Rechtsgründen und aufgrund eines ordnungsmäßigen Verfahrens ausgeübt werden könne. Eine Einschränkung, durch welche dasselbe praktisch doch bedeutungslos wurde. Allerdings bestimmte Antichrist Papst Clemens V. bei seinen Reformbestrebungen die ipso facto eintretende Exkommunikation, die nur vom Papst aufgehoben werden konnte, für drei Verbrechen von Inquisitoren, nämlich für unrechtmäßige Verfolgung oder Unterlassung derselben aus Gunst, Feindschaft oder Gewinnsucht, für Gelderpressungen und für Konfiskation von Kirchengut bei Vergehen eines Klerikers. Doch gaben diese Bestimmungen, gegen die Bernard Guidonis ganz energisch protestierte, nur das wieder, was wünschenswert war. Praktisch blieben sie bedeutungslos. Schließlich erteilte dann Antichristpapst Innozenz VI. Im Jahre 1355 den Dominikanerprovinzialen, und zwar einem jeden, der für seine eigene Provinz die Vollmacht, Inquisitoren ihres Ordens zu ernennen und abzusetzen und gehorsam durch kirchliche Zensuren zu erzwingen. Die Franziskaner versuchten, ihre Inquisitoren dadurch in Abhängigkeit zu erhalten, dass sie ihnen ihre Mandate nur auf bestimmte Zeit übertrugen. So setzte im Jahre 1320 der General Michael von Cesena einen Zeitraum von 5 Jahren fest, und das scheint lange die Regel geblieben zu sein. Da haben wir wahrscheinlich heute unsere Legislaturperioden von 4 und 5 Jahren her, ne? Denn im Jahr 1375 ersuchte Antichrist Papst Gregor IX. Den Franziskanergeneral, den Fra Gabriele da Viterbo, wegen seiner hervorragenden Verdienste als Inquisitor von Rom in seinem Amte zu belassen. Im Jahr 1439 wurde dem Fra Francesco da Michele das Mandat als Inquisitor von Florenz übertragen, doch sollte dasselbe erst in Kraft treten, wenn die Zeit des Inhabers Fra Jacopo della Biade abgelaufen sei. Diese Bestimmung zeigt, dass auch damals noch die Ernennungen nur auf bestimmte Zeit erfolgten, obgleich Eugen IV. Schon 1432 dem Franziskergeneral Wilhelm von Casale das Recht der Ernennung und Absetzung übertragen hatte. Die Dominikaner scheinen dieses Auskunftsmittel nicht angenommen zu haben. Tatsächlich konnte ja auch keine Vorsichtsmaßregel irgendwelcher Art, um Subordination und Disziplin zu erzwingen, etwas nützen, angesichts der beständigen Einmischung des Heiligen Stuhles, die zweifellos immer derjenige erlangen konnte, welcher wusste, wie er dies anzufangen hatte. Es wurden beständig Mandate vom Papste direkt erteilt, und es scheint, als ob ihre Inhaber von niemandem als vom Papste selbst abgesetzt werden konnten. Ebenso kam wenig darauf an, ob die Päpste den Provinzialen das Recht der Absetzung einräumten, wenn sie dieselben beständig durch ihre Einmischung an der Ausübung des Rechtes hinderten. Im Jahre 1322 stellte Antichrist Papst Johann der 22. dem Fra Piero von Perugia, dem Inquisitor von Assisi, Briefe aus, die ihn gegen vorübergehende oder dauernde Suspension schützten. Im Jahre 1339, also 17 Jahre später, wurde, wie wir zufällig erfahren, ein gewisser Giovanni di Borgo vom Franziskanergeneral abgesetzt und von Antichristpapst Benedikt XII. Wieder eingesetzt. Noch verhängnisvoller für die Disziplin war der Fall des Francesco da Sala. Dieser war von dem Provinzial von Aragon ernannt worden, von dem Nachfolger desselben wurde er abgesetzt, aber im Jahre 1419 war Antichristpapst Martin V. wieder eingesetzt, und zwar mit der Bestimmung, dass kein Oberer seines Ordens ihn, ich füge hinzu, jemals absetzen könne. Das jemals habe ich hinzugefügt. Doch erneuerten Eugen IV. 1439 und Antichristpapst Sixtus IV. 1474 die Bestimmungen Antichrist Clemens IV., wonach die Inquisitoren sowohl von den Generälen als auch von den Provinzialen abgesetzt werden konnten,
und im Jahre 1479 nahm Antichrist Papst Sixtus IV., um ihnen das Gefühl ihrer Verantwortlichkeit einzuschärfen, zu dem Auskunftsmittel seine Zuflucht zu befehlen, dass alle gegen sie erhobenen Klagen vor dem General ihres Ordens gebracht werden und dieser das Recht, sie zu strafen oder sogar abzusetzen haben sollte. Es war eine natürliche Folge dieser widerspruchsvollen Gesetzgebung, dass die Inquisitoren sich ihren Oberen gegenüber nur wegen ihrer Handlungen als Ordensbrüder, nicht aber als Inquisitoren für verantwortlich hielten. In dieser letzteren Eigenschaft erkannten sie nur dem Papste gegenüber ihre Verantwortlichkeit an. Ferner behaupteten sie, dass sie nur abgesetzt werden könnten, wenn sie infolge von Krankheit, Alter oder Unwissenheit ihr Amt nicht ausüben könnten. Sie erklärten, dass ihre Vikare und Bevollmächtigten nur ihrer persönlichen Jurisdiktion unterstellt seien. Nur ihrer persönlichen Jurisdiktion, also er ist der absolute Chef aller seiner Vertreter und Bevollmächtigten. Sein eigener Chef hat da nichts drüber zu sagen, das steht hier. Jeder Versuch eines Provinzials, einen solchen Untergebenen abzusetzen, berechtigte sie zu einem Verfahren wegen Verdachts der Ketzerei, da ein solcher Eingriff die Inquisition hemmen und darum die Exkommunikation nach sich ziehen müsse. Bestehe diese aber ein Jahr lang zurecht, so müsse ihr die Verurteilung wegen Ketzerei folgen. Mit Männern, die mit so gefährlichen Machtvollkommenheiten ausgerüstet und von einem solchen Gefühl der Entschlossenheit beseelt waren, mochte man nicht gerne etwas zu tun haben. Männer, die eine solche Macht ausüben, denen geht man besser aus dem Weg. Genau, das haben die Menschen damals schon erkannt. Die Wärme, womit Aemericus diese Frage behandelte, lässt den Charakter der stets zwischen den Provinzialen und Inquisitoren herrschenden Spannung erkennen und die Schlüsse, zu denen er kommt, sind eben ein Beweis für das Temperament, womit er die Unabhängigkeit der Letzteren verteidigt. Die ersten Missbräuche und Störungen, zu denen dieser Kampf führte, nötigten Antichrist Papst Johannes den 22. einzuschreiten und zu erklären, dass die Inquisitoren in allen Stücken ihren Vorgesetzten unterworfen und gehorsam schuldig seien. Indessen hatte das große Schisma das päpstliche Ansehen zu sehr geschwächt, als dass dieser Befehl ernstliche Beachtung gefunden hätte. Nachdem in Konstanz die Einheit der Kirche wiederhergestellt war, bestand eine der ersten Kundgebungen Antichrist Martins V. darin, 1418 diesen Befehl zu wiederholen und unbedingten Gehorsam gegen denselben zu verlangen. Das Schisma, von dem wir sprechen, ist die Zeit der drei Päpste, wozu übrigens auch Johannes der 22. gehört, weshalb wir im 20. Jahrhundert nochmals einen Papst Johannes den 22. hatten. Für diejenigen, die das nochmal ein wenig näher studieren wollen. Ja? Es gab zu der Zeit bis zu drei verschiedene Päpste. Der eine rief den anderen als Antichristen aus. Und dann kam das Konzil von Konstanz, wo sie dann auch noch Jan Hus damals verbrannt hatten. Also, nachdem in Konstanz die Einheit der Kirche wiederhergestellt war, deswegen hatte man das Konzil damals einberufen, bestand eine der ersten Kundgebungen Antichristen Martins V., das ist der Papst, der die anderen drei Streithähne dann aufgefolgt hat, darin, 1418 diesen Befehl zu wiederholen und unbedingten Gehorsam gegen denselben zu verlangen. Unbedingter Gehorsam, was ist das? Das ist Kadavergehorsam. Das ist Gehorsam ohne eigenes Gewissen. Das ist genau das, was von den Jesuiten verlangt wird. Das ist genau das, was heute von uns allen verlangt wird. Unbedingter Gehorsam. Doch hier war ebenso wie da, wo es sich um Absetzung handelte, das maßlose Streben der Kurien nach Macht ein verhängnisvolles Hindernis für die Durchführung der Subordination. Denn von denjenigen, die vom Papste direkt beauftragt waren, konnte man nicht erwarten, dass sie sich den Beamten ihrer Orden gutwillig unterwarfen. Na nee, wenn der Papst mir einen Auftrag gibt, dann hat kein anderer, auch den Papst unterstellter, mir irgendwas zu sagen. Dann empfange ich meine Befehle nur vom Papst selber und habe selber eine unbedingte Macht
die ich ausüben kann. Genau so wurden die Inquisitoren ausgebildet. Aus den Bemerkungen des Aemericus sehen wir, dass ein Inquisitor wenig Bedenken zu tragen brauchte, seine Vorgesetzten zu verfolgen. Denn der furchtbare Verdacht der Ketzerei stellte die ganze Menschheit mit wenigen Ausnahmen der Inquisition gegenüber auf eine Stufe. Und der Verdacht der Ketzerei ließ sich theoretisch herleiten aus allem, was der Würde der Inquisitionsbeamten zu nahe trat und ihre Absichten kreuzte. Selbst das eifersüchtig gewahrte Asylrecht der Kirchen wurde zugunsten der Inquisition aufgehoben. Und auch die Immunitäten der Bettlerorden befreiten sie nicht von der Jurisdiktion des Inquisitors. Ja, sogar die Könige standen unter ihrer Gewalt, wenngleich Aemericus vorsichtigerweise bemerkt, dass es in solchen Fällen klüger sei, den Papst zu benachrichtigen und seine Anweisungen abzuwarten. Nur eine Ausnahme gab es, und das war der Bischof. Noch besaß das bischöfliche Amt so viel von seinem früheren Ansehen, dass es seinem Inhaber eine Ausnahmestellung dem Inquisitor gegenüber gewährte, falls nicht derselbe durch besondere päpstliche Briefe ermächtigt war. Wenn jedoch ein Bischof im Verdacht stand, dass er im Glauben schwankte, so war es Pflicht des Inquisitors, fleißig alle etwa zu erlangenden Indizien zu sammeln und sie zur Prüfung und Entscheidung nach Rom zu schicken, eine Pflicht, deren Ausübung äußerst unangenehm und selbst gefährlich werden konnte. Der cholerische Antichrist Johann der 22. setzte im Jahr 1327 noch eine andere Ausnahme fest. Als nämlich der sizilianische Inquisitor Matthias von Pontigny es wagte, den Archdiakon von Fréjus, Wilhelm von Ballet, der zugleich päpstlicher Kaplan und Vertreter des Papstes in den Provinzen Campania und Maritima des Kirchenstaates war, zu exkommunizieren, erließ der Papst, erzürnt über diese Anmaßung, ein Dekret, wodurch er allen Richtern und Inquisitoren verbot, die Beamten und Nunzien des Heiligen Stuhles ohne besondere Vollmacht in irgendeiner Weise anzugreifen. Immerhin beweist die Tatsache des Versuches schon hinreichend, bis zu welcher Anmaßung die Mitglieder des Heiligen Offiziums gelangt waren. Wenn Laien sie mit dem Titel »Eure religiöse Majestät« anredeten, so kann man daraus erkennen, welchen Eindruck ihre Allgewalt auf das Volk machte. Kurz zusammenfassend können wir im Grunde also festhalten, die kirchliche Macht und die weltliche Macht hatten im Grunde eine dritte Macht dazu bekommen, nämlich die Macht der Inquisitoren. Und die Menschen zitterten gar nicht mehr so sehr vor der kirchlichen Macht, sie zitterten gar nicht mehr so sehr vor der weltlichen Macht, sie zitterten vor allen Dingen vor den Inquisitoren. Die wurden mehr oder weniger allmächtig. Weil wenn ein Inquisitor den Finger auf dich gezeigt hat und gesagt hat, Ketzer, dann war das dein Todesurteil. Und das wollte natürlich niemand haben. Also hat sich alles den Inquisitoren untergeordnet. Die waren das neue Recht im Staate. Genauso wie es heute die Virologen und Anverwandte sind. Und wie der Staat sich selbst heute erhebt. Aber das ist wieder ein anderer Punkt. Wenn die Laien die Inquisitoren mit dem Titel Eure religiöse Majestät anredeten, kann man daraus erkennen, welchen Eindruck ihre Allgewalt auf das Volk machte. Allgewalt, das ist der Punkt. Alle Macht, alle Gewalt haben sie. Oder maßen sie sich an. Derjenige, der alle Macht und alle Gewalt hat, ist Jesus Christus. Und der ist im Himmel und nicht hier auf Erden. Aber sie maßen sich hier auf Erden, diese Allgewalt, die er hat, an. Wenn übrigens die Bischöfe auch ausgenommen waren von dem Urteilsspruche der Inquisition, so waren sie doch nicht ausgenommen von dem Gehorsam gegen die Inquisitoren. In dem gewöhnlichen päpstlichen Mandat, durch welches die Letzteren ihr Amt übertragen erhielten, wurden die Bischöfe, Erzbischöfe, Äbte und andere Prälaten aufgefordert, ihnen in allen die Aufgabe der Inquisition betreffenden Dinge Folge zu leisten, bei Strafe der Exkommunikation, bei Strafe des Amtsentzugs und des Interdikts.
Dass das keine leere Formel oder keine leere Drohung war, ergibt sich aus dem anmaßenden Tone, in welchem die Inquisitoren den bischöflichen Beamten ihre Befehle zukommen ließen. Obgleich die päpstliche Anrede an den Bischof lautete, verehrter Bruder, und an den Inquisitor, geliebter Sohn, so waren die Inquisitoren doch der Meinung, dass sie über den Bischöfen ständen, da sie direkte Bevollmächtigte des Heiligen Stuhles seien und dass, wenn jemand von dem Bischof und dem Inquisitor zu gleicher Zeit vorgeladen werde, er zuerst dem Inquisitor Folge leisten müsste. Dem Inquisitor war man demselben Gehorsam schuldig wie dem Papste selbst. Und das ist das, was ich ja vorher schon zwischen den Zeilen gelesen, dokumentiert hatte. Oder kommentiert hatte, nicht dokumentiert, kommentiert hatte. Ja? Dem Inquisitor war man denselben Gehorsam schuldig wie dem Papste selbst. Der Bischof war davon nicht ausgenommen. Dieser Grundsatz bildete sogar einen Teil der päpstlichen Politik, da er den Inquisitor zu einem geeigneten Werkzeuge für die Unterwerfung der Bischöfe unter die Autorität des Papstes machte. Als zum Beispiel Antichrist Papst Bonifaz VIII. Im Jahr 1296 den Bischöfen befahl, gewisse irreguläre und nicht anerkannte Einsiedler und Bettelmönche zu unterdrücken, richtete er Abschriften der Bulle zugleich an die Inquisitoren und wies sie an, die Bischöfe zu ihrer Pflicht anzuhalten und ihm alle diejenigen namhaft zu machen, die sich nachlässig zeigten. Trotz der beanspruchten Superiorität des Inquisitors wurde das Amt eines solchen häufig als Übergangsstufe zur bischöflichen Würde betrachtet. Dieses Amt des Inquisitors legte eben einen ungeheuren Einfluss in die Hände eines ehrgeizigen Mannes, der diesen Einfluss beständig benutzte, um sich Beförderungen in den Reihen der Hierarchie zu sichern. Die Beispiele dieser Art sind zu häufig, um alle besonders aufgeführt zu werden. Schon bei den ersten Inquisitoren treffen wir dieses Streben nach der bischöflichen Würde an. So wurde Fra Aldobrandino Cavalcanti von Florenz zum Bischof von Viterbo und sein Nachfolger Fra Ruggieri Calcani im Jahre 1245 zum Bischof von Castro in den Maremmen ernannt. 1343 wurde Fra Andrea de Perugia zum Bischof von Florenz erhoben. Sein Nachfolger, Fra Pietro de Aquila, wurde im Jahr 1346 Bischof von Sant'Angelo dei Lombardi. Dessen Nachfolger war Fra Michele di Lapo, um dessen Ernennung für den vakanten Bischofsstuhl von Florenz 1350 die Signoria den Papst schriftlich ersuchte. Auch zu Beförderungen innerhalb des Ordens gab das Amt Gelegenheit, die eifrig benutzt wurde. So werden in einer Liste der Dominikanerprovinziale von Sachsen aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts drei Ordensbrüder erwähnt: Walter Kerlinger, Hermann Hetzstede und Heinrich Alberti, die nacheinander von 1369 bis 1382 dieses Amt bekleideten und die alle vorher Inquisitoren waren. Also mit anderen Worten, das Amt des Inquisitors ist dann auch noch ein Sprungbrett auf noch höhere Macht. Und wenn wir wissen, dass die ehemaligen Inquisitoren dann Bischöfe wurden, dann müssen wir uns auch nicht mehr wundern, wie die römisch-katholische Kirche die Gläubigen durch die Bischöfe angepackt hat in der Zeit. Ja, wenn die Bischöfe ehemalige Inquisitoren waren, dann waren die Bischöfe nichts anderes als der Inquisition verschrieben, dem Ketzer ausrotten verschrieben und haben auch demnach gehandelt. Man darf übrigens nicht meinen, fährt der Autor fort, dass dieser gewaltige Bau, der solange die Christenheit überragte, ganz ohne Widerstand hätte gegründet werden können, mochte auch die Gunst der Päpste und Könige ihm förderlich sein. Wenn wir die Einzelheiten seiner Geschichte betrachten, so finden wir zahlreiche Fälle von Volksaufständen, die erbarmungslos niedergeworfen wurden, ehe sie gefährliche Formen annehmen konnten. In der Tat bedurfte es eines ganz außergewöhnlichen Mutes, um gegen einen Inquisitor die Hand oder nur die Stimme zu erheben, mochten auch die Handlungen desselben noch so grausam und nichtswürdig sein. Hier müssen wir mal kurz bei stillstehen. Ich möchte hier noch ein bisschen etwas erläutern und dafür müssen wir den Satz nochmal lesen.
In der Tat bedurfte es eines ganz außergewöhnlichen Mutes, um gegen einen Inquisitor die Hand oder nur die Stimme zu erheben, mochten auch die Handlungen desselben noch so grausam und nichtswürdig sein. Wir dürfen nicht vergessen, dass der gemeine Mensch, ja, der, wie wir ihn heute Otto Normalverbraucher nennen, der Mann auf der Straße, der dagegen angehen wollte, der hatte gar nicht mal das richtige Bibelwissen. Die Leute hatten die Bibel nicht. Die gingen ja davon aus, dass die römisch-katholische Kirche die einzig seligmachende Kirche tatsächlich ist. Und dann dagegen anzugehen, das war schon eine sehr, sehr schwierige Sache. Ja? Wenn man gegen einen Inquisitor die Hand oder die Stimme erhebt, aufgrund welches Wissens macht man das denn, wenn man die Bibel nicht hat? Da müssen wir eben auch verstehen, das war eine sehr, sehr schwierige Situation für die Menschen damals. Ja? Denn nach dem kanonischen Rechte galt jeder, vom geringsten bis zum höchsten, der sich den Amtshandlungen eines Inquisitors in irgendeiner Weise widersetzte oder ihn behinderte oder denen, die dies taten, Rat oder Hilfe erteilte, ipso facto als exkommuniziert. So, und das ist ja eben das Problem. Wenn ich diesen abergläubischen, satanischen, römisch-katholischen Glauben habe, dann bin ich mit der Waffe der Exkommunikation sofort zum Stillschweigen verurteilt. Weil ich setze ja mein ewiges Leben aufs Spiel, wenn ich hier gegen den Inquisitor oder irgendetwas vorgehe. Blieb er ein Jahr lang in diesem Zustande, so wurde er gesetzlich ein Ketzer, der ohne weitere Umstände, ohne Verhören, ohne Verzeihung dem weltlichen Armen zum Verbrennen übergeben werden musste. Mit anderen Worten, vogelfrei. Im Englischen sagt man Outlaw. Ja? Menschen, die außerhalb des Gesetzes stehen, außerhalb der Kirche stehen. Diese Aussagen, wenn du sowieso außerhalb der Kirche bist, dann bist du außerhalb der Seligkeit, dann hast du dein geistiges Leben bereits verwirkt, ja, weil geistig bist du verkommen, bist du nicht errettet, dann hast du damit auch dein physisches Leben verwirkt. Das sagt die römisch-katholische Kirche und das war der Grund, weshalb sie die Ketzer verbrannt haben, ihnen lebendig die Haut abgezogen haben, sie gefoltert haben, zu Dingen, die wir uns lieber nicht vorstellen wollen. Ich glaube, unser normales Vorstellungsvermögen übersteigt selbst die Fähigkeiten, sich die Dinge auch nur vorzustellen, die die damals ausgeführt haben. Ja? Blieb er ein Jahr lang in diesem Zustande, wurde er gesetzlich ein Ketzer. Also wurde er verstoßen, war er vogelfrei. Ein jeder konnte ihn töten und es wäre dann sogar noch ein löbliches Werk in den Augen Gottes gewesen, wenn er das täte. Und zwar ohne weitere Umstände, ohne Verhör, ohne Verzeihung würde er dem weltlichen Arm zu verbrennen übergeben werden können oder sonst wie umgebracht werden können. Die maßlose Amtsgewalt, die auf diese Weise die Inquisitoren umgab, wurde noch furchtbarer dadurch, dass der Begriff des Verbrechens, Zitat, dem heiligen Offizium Schwierigkeiten zu bereiten, Ende Zitat, so dehnbar wie möglich war. Ganz abgesehen davon, dass die Inquisitoren gerade solche Verbrecher mit besonderer Zähigkeit zu verfolgen pflegten. Und mochte auch der Tod sie glücklich ihrer Rache entziehen, so griffen sie ihr Andenken an und suchten ihre Sünden an ihren Kindern und Enkeln heim. In einer Fußnote schreibt der Autor, in dem Prozess des Franziskaners Bernard de Lisieux vom Jahre 1318 erklärte man ihn für schuldig, der Inquisition Schwierigkeiten bereitet zu haben, weil er die Machtvollkommenheiten der Agenten erweitert habe, die die Stadt Albi entsandt hatte, um bei dem Papste Clemens V. Berufung gegen den Bischof und den Inquisitor einzulegen. Alle nicht organisierten Bemühungen gegen die Inquisition wurden leicht von ihr unterdrückt. Natürlich, wenn man unorganisiert ist, dann ist man ja verteilt und dann kann man sich ja halt nicht stark aufstellen. Wenn dagegen die Bischöfe sich zum Widerstande verbunden hätten, so hätten sie leicht die schweren Eingriffe in ihre Jurisdiktion und ihren Einfluss zurückweisen und ihre Herden vor unermesslichen Gräueltaten bewahren können. Aber leider war ein gemeinsames Vorgehen der Prälaten unmöglich. Einige von ihnen waren ehrliche Fanatiker, die das heilige Offizium mit Freuden begrüßten und in jeder Weise unterstützten. Andere waren gleichgültig. Die meisten aber
waren durch ihre weltlichen Geschäfte und Streitigkeiten so sehr in Anspruch genommen, dass sie froh waren, der lästigen Pflicht der Ketzerverfolgung überhoben, also enthoben zu sein, für die sie weder Kenntnisse noch Muße besaßen. Wenn auch einer hätte voraussehen können, wohin die bescheidenen Anfänge der Inquisition führten, so würde er doch nicht gewagt haben, seine Stimme zu erheben gegen ein Institut, das von allen frommen Seelen als Heilmittel gegen die dringendsten Nöte der Zeit angesehen wurde. Somit führte die Eifersucht der Bischöfe auf diese neuen Amtsbefugnisse und die Tätigkeit der so plötzlich ins Leben gerufenen Bettelorden nur dazu, dass sie die bisher von ihnen versäumten Pflichten, in denen die Mönche sie ersetzen sollten, mit doppeltem Eifer erfüllten. Demgemäß sehen wir hier und da bei den Bischöfen eine prahlerische Rührigkeit in der Anordnung von Untersuchungen gegen Ketzer mit Hilfe der alten Einrichtung der Synodalzeugen. Dies geschieht zum Beispiel auf den Konzilien von Tours 1239, Béziers 1246 und Albi 1254, während das von Lille oder Venessin in 1251 einen noch kühneren Versuch macht zur Wiedergewinnung des verlorenen Gebietes, indem es sowohl den Bischöfen die Anstellung von Inquisitoren in ihren Diözesen anbefahl, als auch die Inquisitoren zur Auslieferung all ihrer Akten an die Ordinarien aufforderte. Als man mit dieser Verordnung kein Glück hatte, machte das Konzil von Albi 1254 den fruchtlosen Versuch, Duplikate dieser Dokumente zu erlangen. Bis zu welchem Grade diese Rivalität ging, zeigte sich kurz nach 1250 in der Klage eines Inquisitors, dass die Ketzer ermutigt und kühn gemacht würden durch die beständigen Angriffe und Verleumdungen, die die Inquisitoren zu erdulden hätten, indem man ihnen vorwerfe, sie seien Narren, nachlässig, langsam, unfähig, eine Sache zu Ende zu führen, sie bestraften Unschuldige und ließen Schuldige laufen. Dieser Inquisitor sagt dann, diese Verleumdungen, sagt er, rühren her von weltlichen und geistlichen Richtern, die zwar mit dem Munde eifrig zur Ausrottung der Ketzerei bereit sind, in Wirklichkeit dabei angetrieben werden durch die Gier nach Geschenken oder die im Geheimen der Ketzerei ergeben sind oder ketzerische oder der Ketzerei verdächtigere Freunde oder Verwandte haben. Augenscheinlich bestand hier zwischen der alten und neuen Organisation nur wenig herzliche Zuneigung. Wenn irgendwo noch ein Gedanke an gemeinsamen Widerstand außerhalb Deutschlands vorhanden war, so musste er als undurchführbar aufgegeben werden angesichts der Niederlage, die die Universität Paris auf ihrem eigenen Gebiete durch die Bettelmönche erlitten hatte. Die durch die fortwährenden Übergriffe der Inquisition beständig genährte Eifersucht konnte sich daher nur in kleinen Reibereien Luft machen, wobei man stets vertrauensvoll darauf rechnen konnte, dass die endgültige Entscheidung des Heiligen Stuhls gegen den Bischof ausfiel. Im Jahre 1330 beklagte sich der Inquisitor Heinrich von Chamais bei Antichrist Johann dem 22., dass der Bischof von Magulan ihn an der freien Ausübung seines Amtes in Montpellier hindere, indem er sich auf gewisse ihm gewährte päpstliche Privilegien berufe. Der Papst wies ihn an, seinen Amtspflichten ruhig weiter nachzukommen und den Ansprüchen des Bischofs keine weitere Beachtung zu schenken. Derartige päpstliche Entscheidungen waren wohl überlegt, wie der Erzbischof von Narbonne mit allen seinen Suffraganbischöfen im Jahre 1441 erfahren musste, als sie sich mit einer Klage über die unerhörten Ansprüche der Inquisitoren an Antichrist Eugen IV. Wandten und ihn baten, die Tätigkeit derselben zu suspendieren, bis sie ihm die Einzelheiten mitgeteilt hätten. Ohne ihre Anklagen abzuwarten, erwiderte ihnen der Papst, sie seien bereits vom Inquisitor angeklagt, weil sie ihm in der Ausübung seines Amtes Schwierigkeiten in den Weg legten und ihn mit allerlei gerichtlichen Prozessen und Klagesachen belästigten. Die Kirche, so fügte er hinzu, die Kirche habe nichts Wichtigeres zu tun, als die Ketzerei zu unterdrücken. Wenn man darum seine Gunst erwerben wolle, so gebe es dazu kein wirksameres Mittel als die Unterstützung der Inquisition.
Sie sei organisiert worden zu dem Zwecke, den Bischöfen einen Teil ihrer Sorgen abzunehmen, und jedes Zuwiderhandeln hiergegen werde er mit seiner Ungnade ahnden. In dem vorliegenden Falle wurde der Inquisitor um des Friedens willen die erhobenen Anklagen zurückzunehmen. In dem vorliegenden Falle werde der Inquisitor um des Friedens willen die erhobenen Klagen zurücknehmen, wogegen er, der Papst, alle gegen denselben eingereichten Anträge annullierte. Augenscheinlich neigte sich bei diesen Streitigkeiten die Waagschale fast immer stark gegen die Bischöfe, und die Gefahr eines Widerstandes war zu greifbar, als dass die Prälaten sich zur systematischen Organisierung einer solchen hätten entschließen können. Wie sehr das Papsttum die Inquisition als Werkzeug zur Förderung seiner Pläne und Machtansprüche betrachtete, beweist der Umstand, dass die Inquisitoren während des großen Schismas, dem sie ernennenden Päpste und seinen Nachfolgern einen förmlichen Obedienz- und Treueeid leisten mussten. Es läuft in der Kirche immer darauf hinaus, irgendwelche Eide zu schwören, Treueeide zu schwören, hauptsächlich unbedingten Gehorsam zu versichern gegenüber seinem Vorgesetzten. Nun, wir haben hier Deutschland und Frankreich hauptsächlich angeschaut. Jetzt geht es gleich weiter in der Inquisition in England und dann in der nächsten Lesung auch über Afrika und Orient. Und da werden wir uns dann halt in der 34. Lesung mit beschäftigen. Für heute schlage ich das Buch zu auf Seite 894. Wir haben gut 13 Seiten geschafft. Und es geht nicht darum, wie viele Seiten wir schaffen, es geht darum, dass wir wirklich einen sehr guten Eindruck davon bekommen haben, wie die Inquisitoren, die von den Päpsten in die Macht gestellt wurden, sich viel mehr Macht innerhalb von kurzer Zeit angeeignet haben und welche Schreckensherrschaft die Inquisitoren damals über die Länder, wo sie herumzogen, gebracht haben. Hauptsächlich Italien, Deutschland, Frankreich und natürlich dann auch Spanien, Portugal, also die südeuropäischen Länder. Ja. Und das auch später noch, zu einer Zeit, von der wir hier noch gar nicht sprechen, der Zeit der Reformation und danach. Die Schreckensherrschaft der Inquisition ist aufgebaut auf Macht. Aber eine Macht, die in der Bibel diesen Menschen nicht gegeben wird, sondern eine Macht, die vom Menschen kommt. Der Mensch gibt die Macht und der Mensch kann sie auch wieder nehmen. Und wenn mir von einem Menschen Macht gegeben wird, dann bin ich diesem Menschen untertänig, untertan und ich bin ihm gehorsam. Und deswegen müsste in der römisch-katholischen Kirche ständig diese Gehorsamseide führen. Und wir haben ja gelernt, es geht wirklich hier um Kadavergehorsam. So schlimm sogar, dass ganze Bevölkerungsgruppen dem Papst so hörig waren, dass sie auf den leisesten Verdacht der Ketzerei jeden verraten hätten und haben. Väter haben ihre Söhne verraten, Mütter ihre Töchter und umgekehrt. Das werden wir später in weiteren Lesungen noch sehen, da bin ich ziemlich sicher. Im Augenblick sind wir noch mit der Organisation der Inquisition beschäftigt, noch gar nicht mit der Ausführung davon. Aber ich kann euch sagen, es ist und bleibt ein interessantes Werk, das von Henry Charles Lear. Und ich hoffe, ich sehe euch zur 34. Sendung wieder. Und bis dahin möchte ich, dass wir alle unsere Bibel lesen, um uns noch bekannter mit unserem Herrn Jesus Christus zu machen. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot über alles Gold so reine. Du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeine. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre,
Land und auf dem Meere, das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern, die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er's so gut erschaffen. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen, Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da, die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren. Er soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben. Öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gestift. In seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen. Mög niemand von ihm weichen. Den Tod er überwunden hat, ein wahrer Mensch und wahrer Gott. Der Geist, der ist das Unterpfand, der uns zum Erbteil ist gesandt, das Christus hat erworben, als er am Kreuz gestorben, von der Welt nicht verdorben. Dem Vater sei nun Lob und Ehr, der ewig bleibt und immer mehr. Und ewig wird sein Name, sein Sohn wir uns nicht schamen, der hilft uns ewig. Amen.